So, ihr Lieben, den langen Weg ganz oben, haben wir geschafft. Und jetzt zeigen wir euch noch etwas ganz Intimes. Das sind nämlich die Orte, an denen sich die Künstler und die Menschen, die beim Weihnachtsprojekt oder bei einer Theateraufführung, beim Ballett oder beim Konzert sich dann darauf vorbereiten, in ihren Garderoben. Und die zeigen wir euch jetzt. Wie schön. Ja, ich glaube, es gibt insgesamt 6 Garderoben, unterschiedliche Größen. Ach nein, guck mal, es sind sogar mehr, 8. Und für verschiedene Gruppengrößen, aber da wir ja Abstand halten müssen, nehmen wir, glaube ich, eine größere. Ballett, Peter, mit dir im Tütü, das wäre doch nochmal ein Erlebnis zu Weihnachten. Die Garderobe. Hier ist man mit sich und seinen Ängsten und seiner Vorfreude und seinem Lampenfieber und seinem Spiegelbild übrigens alleine. Und da muss man sich eigentlich auch sich selbst stellen. Dem, was man kann, dem, wovon man Angst hat, dem, worauf man sich freut, wo man richtig, richtig heiß drauf ist, das jetzt auch rauslassen zu können. Mit sich alleine sein ist natürlich auch eine große Herausforderung. Was macht eigentlich die Krippe mit einem, wenn sie in meine Einsamkeit, in mein mit mir allein sein hineinkommt? Ja, ich finde das ungeheuer wichtig, dass Jesus damit reinkommt, weil sonst ist mit mir alleine sein nicht unbedingt gut. Also ich bin nicht immer mein bester Begleiter. Ich habe das mal erlebt, ich habe mal alleine eine Wanderung gemacht und das war gruselig. Also immer so auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, also diese Stille auszuhalten, ist nicht leicht. Da kommen so richtig die eigenen Dämonen kommen da hoch und das ist echt... Redest du manchmal mit dir selbst? Ja, ich bin schon, wenn ich jetzt zu lange alleine bin. Aber ich finde das ganz spannend, wenn man so in die Bibel guckt, dann sieht man, dass Jesus diese Einsamkeit gewählt hat, ganz bewusst, mit sich allein zu sein, auf sich zurückgeworfen zu sein. Das ist das erste große Mal sicherlich, als er in der Wüste war, 40 Tage lang. Da ist er mit sämtlichen Versuchungen wie Macht, wie Gier und sowas konfrontiert worden und hat das aber überwunden und ist sich seines Weges gewiss geworden. Oder später auch immer, wenn es stressig wurde, ist er auf einen einsamen Berg gegangen zum Beten, um wieder klarzukriegen, was ist eigentlich mein Auftrag. Und ganz zum Schluss sicherlich im Garten Gethsemane, als es dann ans Kreuz ging, auch da diese Stille zu suchen, den Abgleich mit Gott zu suchen. Also nicht nur auf sich selbst zurückgeworfen zu sein, sondern zu gucken, was will Gott eigentlich in diese Stille hinein sagen. Und das ist, finde ich, die entscheidende Botschaft, die darin liegt, wo Jesus uns ein Vorbild wird. Wenn wir solche Erlebnisse haben, gerade auch jetzt vielleicht zu Corona-Zeiten, dann dürfen wir das nutzen, um uns unseres Weges gewiss zu werden, um das mit Gott abzugleichen. Wo soll es eigentlich für uns persönlich hingehen? Das ist ein großes Geschenk. Wir sind gespannt, ob wir nächstes Jahr wieder hier im Saalbau sein können, live und in Farbe und mit euch. Bis dahin bleiben uns gute Erinnerungen und von denen zeigen wir euch jetzt noch ein paar. Schön, dass ihr da wart. Danke. Tschüss. Wir machen uns dann auch wieder auf. Alles Gute euch. Ja, danke. Ich bringe euch noch raus. Ja, ja. Tschüss. Ja. Ja. Ach, Maria. Ich sag dir, die Welt ist ganz verrückt und aus den Fugen geraten. Da sagst du was, Josef. Ganz verrückt sind alle nach unserem Kind. Maria, ich hab Angst. Das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich richtige Angst. Aber wovor? Maria, ich habe heute Nacht geträumt und ich habe geträumt, wie König Herodes den Befehl gegeben hat, alle Kleinkinder umzubringen. Und dann habe ich diese Soldaten gesehen und dann... Ach Maria, du kennst doch König Herodes, der nichts und niemanden neben sich dulden wird. Ich weiß es doch auch eigentlich nicht. Ich habe noch was geträumt und in diesem Traum, Maria, da war auf einmal so ein Engel vor mir und dieser Engel hat zu mir gesprochen und er hat gesagt, weißt du was, Josef, jetzt nimm dein Kind, nimm deine Frau und flieh nach Ägypten. Dann müssen wir los und zwar jetzt und zwar sofort. Ja. Ich will nicht. Nun komm ich will nicht. Schon. Ich jetzt bin auf keinem Weg. Andromeda. Ich will nicht. Jetzt komm endlich! Mann!
Essen. Dieses Kamel. Immer komme ich wegen dem zu spät. Ich bin auch kein Rennpferd, meine Güte. Aber ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Cassiopeia. Ich arbeite am königlichen Hof in Babylon. Ich bin Sterndeuterin. Jojo. Und ich bin Andromeda. Ich arbeite auch am königlichen Hof und komme aus Babylon Annen. Und wisst ihr, eigentlich habe ich noch zwei Kollegen und wir saßen in unserer Sternwarte und guckten aus unserer riesen Glasfront in den Himmel und schaut da, dieser helle Stern. Den haben wir entdeckt. Dieser richtig hell leuchtende Stern stand plötzlich am Himmel. Die Sternleute glauben nämlich, dass jeder Mensch einen Stern da oben hat. Also Kinder haben kleine Sterne, ne? Und die dicken Sterne da oben, das ist für die Leute mit Bauchumfang 1,30. Und wir wissen, wenn so ein heller Stern am Himmel leuchtet, dass etwas ganz Bedeutendes passiert ist. Und da der so plötzlich kam, muss jemand geboren worden sein. Ein König, ein ganz bedeutungsvoller König. Guck mal, da ist ein Schnuller. Ein Schnuller. Und der Stern. Aber ein König kann doch nicht in einem Stall geboren sein. Aber sie sind weg. Habt ihr eine Idee, wo die hin sind? Nach Ägypten, genau. Stimmt, da muss ich unbedingt hinterher. Es ist jetzt schon alles überfüllt. Och, Josef. Warum macht ihr euch auf diesen Weg? Also, Jesus ist, er ist der Sohn Gottes, des einen Gottes. Und Herodes hat Angst vor ihm. Und von diesem einen Gott soll ich jetzt das Kind in den Arm halten? Ja, ich bin Schreiber. Was macht denn so ein Schreiber? Wir schreiben Dinge auf. Oh, wer ist das denn? Wen haben wir denn da? Wahrscheinlich einen Ägypter. Mein Name ist Cassiopeia. Ich bin Sterndeuterin aus Babylon. Numerobis, sehr erfreut. Schriftgelehrter und Schreiber vom Pharao. Sehen Sie diesen hellen Stern? Den beobachten wir schon seit Monaten, seit Wochen, seit Tagen. Na toll, der ist nicht nur ein Schreiber, der ist auch ein Klugscheißer, ne? Aber vor ein paar Tagen sind hier zwei Menschen mit einem Neugeborenen durchgelaufen. Ja, die haben gesagt, dass das Kind Jesus heißt und dass das Gottes Sohn ist. Ich habe wirklich gespürt, dass, wenn es bei mir in den Armen ist, dass Gott uns durch dieses Kind ganz nahe kommt. Nee, die sind weitergegangen. Geradeaus, okay. Links und die zweite rechts. Super, da muss ich hinterher. Oh nein, eine Zollschranke. Das macht 10 Dinare, bitte. Wir haben doch nichts. Ich kann Ihnen nichts geben, ich habe nichts. Das ja, kann doch nicht sein. 30 Jahre laufe ich hier durch die Gegend und suche ihn und dann scheitert es an so einer Zollschranke. Na, jetzt tun Sie mir aber leid. 30 Mensch. Jahre hat sie gesagt. Halt! Ich zahle die 10 Dinare. Ja, ja, wissen Sie was? Ich lade Sie ein zu mir, wenn ich das darf. Frau Cassiopeia, das ist Maria Magdalena. Boah, die riecht ja 4711. Kann ich euch mal was fragen? Ja? Warum macht ihr das alles? Aber dann habe ich jemand ganz Besonderen getroffen. Und vom Baum aus habe ich ihn dann gesehen. Und er hat mich auch gesehen. Zachäus, komm vom Baum herunter. Ich will heute bei dir Gast sein. Und dann sagte er mir, dass Gott mich liebt. Und plötzlich merkte ich, dass ich befreit war. Ich war von diesem ganzen Geldzählen befreit. Ich dachte immer, ich bekomme über mein Geld meine Anerkennung. Aber ich merkte plötzlich, als er bei mir war und als er mir die Zusage gab, dass mich das frei machte, dass das mir die Anerkennung gab, nach der ich immer gesucht hatte. Er kennt mich. Er hat in mein Herz gesehen. Und er ist mein bester Freund. Aber wie heißt er denn? Jesus. Jesus? Ja. Den suche ich. Ist er noch hier? Nein, er ist schon vor einiger Zeit abgereist. Oh, wo ist er denn hin? Ich muss unbedingt hinterher. Nach Jerusalem, hat er gesagt. Andromeda, du bist das schlechteste Schnüffelklammmehl auf dem ganzen Planeten. Wir sind auf einem Friedhof. Was sollen wir hier? Da steht Name. J-E-S-U-S. Was heißt denn das, Manfred? Jesus? Oh, oh. Andromeda, komm, wir haben's eilig. Los jetzt. Komm mal her. Ich mach mal Flipper. Oh, was hast du denn? Oh nein, da steht Jesus. Und jetzt ist er tot. Das Grab ist ja leer. Hallo. Es ist leer.
Die merkt aber doch alles. Wie kann es denn leer sein? Er ist doch tot. Wo ist er denn? Oh, wer kommt denn da? Schätzekind, dich kenne ich doch. Also, ich bin ja von euch losgelaufen und ich suche eigentlich Jesus. Und jetzt bin ich hier an einem Grab, aber das Grab ist leer. Und wo ist er denn? Er ist vor ein paar Tagen gekreuzigt worden. Und wir waren so traurig, wir mussten so weinen. Und dann haben wir gedacht, wir gehen zum Grab. Sehen das Gleiche wie du da heute, nämlich nichts. Das Grab war leer. Er stand auf einmal da. Ja, und es war wirklich so, dass man ihn auch anfassen konnte. Wahrhaftig stand er vor uns, wir waren völlig aus dem Häuschen. Und er sagte, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Ich bin auferstanden. Und ich musste wirklich ihn anfassen und ich habe es nicht geglaubt. Hallo, hier spricht Bernd Hülsebrink. Ich bin zurzeit nicht zu Hause. Sie können mir Ihre Nachricht auf den AB sprechen. Sprechen Sie, wenn es piept. Hey Dad, sorry, es wird dieses Jahr Heiligabend wieder nichts. Der neue Job in Madrid ist eine Riesenchance für mich. Über die Tage muss ich unbedingt noch die Präsentation für den CEO fertig machen und die aktuellen Zahlen einarbeiten. Es tut mir echt leid. Ich komme hier nicht weg. Wir telefonieren, ja? Umarm dich, hab dich lieb. Papa? Ach, nur wieder der Anrufbeantworter. Also danke für die Einladung, aber da müssen wir noch mal schauen. Weißt du, Jonas ist krank und Rieke macht dieses Jahr beim Krippenspiel mit. Ah, und Simon, der hat vielleicht wieder Dienst an den Feiertagen. Wir kommen ja immer erst so spät aus dem Quark mit den Plänen. Weißt du was, ich melde mich, wenn sich was verändert. Vielleicht passiert ja noch was. Okay? Nein, Jonas, nein, nein, nicht mit der Schaufel. Hallo Nadine. Bin ich zu spät? Nee, nee, das Personal vom Friedhof hat gesagt, die schmücken noch die Trauerhalle aus und machen noch alles schön. Bist du allein? Ja, Simon musste erst noch was in der Klinik vorbeibringen und der kommt danach mit den Kindern. Sag mal, seit wann machen die am Heiligen Abend eigentlich Beerdigung? Ist doch ein Tag Christi Geburt. Was hat das mit Beerdigung zu tun, oder? Naja, du weißt doch, da gibt es diesen alten Brauch, dass man die Leichen über die Feiertage nicht liegen lassen soll. Stammt zwar noch aus einer Zeit, wo es keine Kühlräume gab, aber so ein bisschen Aberglaube bleibt ja irgendwie immer. Aber jetzt sag mal, warum sind wir denn ganz alleine hier? Nur wir beide? In der Traueranzeige stand doch ganz klar drin, Beisetzung findet im engsten Familienkreis statt. Hat Papa sich wohl so gewünscht. Und dann sind wir wohl der engste Familienkreis. Naja, so enge war es ja die letzten Jahre nicht mit uns. Sag mal, wann war eigentlich das letzte Heiligabend, das wir miteinander verbracht haben? Du meinst wohl, wann war der letzte Abend, an dem wir überhaupt zusammen an einem Ort waren? Meinst du, bevor oder nachdem du mir gesagt hast, dass du von Simon schwanger bist? Alles war perfekt. Wir hatten schon das Apartment in Wien angemietet. Und ich habe ihn, ja, ich habe ihn wirklich geliebt. Ha, geliebt, geliebt. Du hast ihn geliebt. Du brauchtest doch nur jemanden für die kalten Nächte zwischen den Vorstandssitzungen. Simon wollte Familie, hier mit mir und auch mit Papa, besonders nachdem Mama gestorben war.
Einer musste sich ja um ihn kümmern. Du warst ja nicht da. Sein kleiner Sonnenschein musste ja die große, weite Welt erobern. Er hat es so gewollt. Er wollte mal, dass aus mir was Besseres wird und dass es mir gut geht. Und du? Bist du etwa glücklich mit deinem Doppelhaushälften-Dasein? Bunte Hütchen basteln fürs Schulfest. Einmal am Tag die Spielsachen aus dem Vorgarten wegräumen oder warten auf den Bofrostmann? Hat Papa euch eigentlich auch zum Heiligen Abend immer eingeladen? Wart ihr da? Natürlich hat er uns immer eingeladen. Und dann habe ich mir so lange auch irgendwelche Ausreden einfallen lassen, bis du abgesagt hast, was du ja immer gemacht hast. Wir waren Heiligabend immer da. Ich habe abgesagt, weil ich es nicht ertragen konnte, dich mit Simon zu sehen. Es ist wirklich kalt da draußen. In den Hotels, Apartments und Vorstandsetagen. Ja, Rico und Jonas fragen immer nach ihrer Tante und warum sie ihre Weihnachtsgeschenke mit der Post bekommen. Ach, weißt du, und ich träume immer noch von meinem kleinen Buchladen mit Kaffee und einer Leseschule für Kinder. Und? Warum hast du das nicht gemacht? Ja, weil du nicht da warst, um mir zu sagen, dass ich es kann. Ich habe immer nur davon geträumt und dich bewundert, dass du deine Träume wahrgemacht hast. Ganz ehrlich, es ist nett von dir. Aber wenn du nach den Sternen greifst, wirst du ganz schnell feststellen, wie einsam es da oben ist. Manchmal saß ich im Hotel und habe mir gewünscht, ich könnte mit Rico und Jonas einfach nur spielen. Für sie ist es wichtig, dass du da bist. Für sie zählt nicht, was du erreicht hast. Auch ich wünschte mir, dass sich um mich vielleicht mal jemand kümmert. Und warum bist du dann nie vorbeigekommen? Angst. Und die Angst wurde immer größer, umso länger es her war. Und du? Warum bist du mit deinen Träumen allein geblieben? Du hast mir nicht einmal davon geschrieben. Scham? Schlechtes Gewissen? Weißt du, ich glaube, das war auch der Grund, warum Papa uns immer wieder eingeladen hat. Wir hätten ihm das Geschenk machen sollen, als er noch da war. Jetzt ist es zu spät. Zu spät? Puh. Was geht Sie das denn an? Eine ganze Menge, glaube ich. Papa? Papa? Aber... Papa? Ja, mir ist halt nichts Besseres eingefallen. Manchmal muss man halt zu dramatischen Mitteln greifen, um anderen Leuten deutlich zu machen, es geht doch. Und welcher Tag eignet sich besser dafür als Weihnachten?